Hi Leute, heute geht's um ein falsches Wort aus meinem Mund und du bist weg. Heute geht's um ein falsches Wort. Und zwar meine ich damit kein explizites Wort, sondern das Video heute richtet sich an alle Leute, die meinen, sie wären allzu offen. Und ich lerne immer wieder Leute kennen, die sehr offen sind. Und ich merke dann doch wieder ganz schnell, wenn man an Grenzen kommt. Und wenn ich gewisse Dinge anspreche, dann würden wahrscheinlich 90% den Kanal hier abschalten. Das ist einfach zu viel. Da sind sie zu viel mit ihren Grenzen konfrontiert. Und da hört dann doch ganz schnell die Offenheit auf, wenn ein falsches Wort fällt. Ich könnte jetzt, ich weiß nicht, ob ich es machen soll, ich überlege gerade. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Und es geht nicht darum, ob die Aussage jetzt richtig ist, die ich so sage. Oder nicht. Aber schau mal, was in dir passiert. Wenn ich solche Sachen sage wie, vielleicht hat der Holocaust gar nicht stattgefunden. Vielleicht sind das alles nur Märchen. Fühl mal nicht rein, was das mit dir macht. Und ich sage nicht, dass er nicht stattgefunden hat. Ganz wichtig, kriegt das jetzt nicht in den falschen Hals. Das sage ich nicht. Einfach nur ein Beispiel. Schau mal, was das mit dir macht. Merkst du das? Was redet der für ein Blödsinn? Merkst du das vielleicht? Und genau das ist der Punkt. Allzu offene Leute meinen, sie sind dabei allen Themen unbefangen und können sich da alles ganz meinungsfrei anhören. Aber das sind noch so viele Anhaftungen, so viele Glaubenssätze. Und angenommen, ich mache so eine Aussage, die ich gerade gemacht habe, als Beispielaussage, würdest du mir noch ein Wort glauben, das ich danach sage? Würdest du mir noch einen einzigen Satz einen Wahrheitsgehalt abnehmen? Vermutlich nicht. Aber genau das ist das Problem. Bist du auf der Suche nach Wahrheit? Oder hast du schon irgendwelche Annahmen gemacht? Und wenn jemand anderes irgendwas sagt, was damit nicht passt, was das Bild verändert, was damit nicht übereinstimmt, wirft dich das völlig aus der Bahn und du rennst dann weg? Oder es ist alles Schwachsinn, was der sagt? Intelligenz ist, wenn du auf jemanden hören kannst und dir rausziehst, was für dich Sinn macht. Glaub nie irgendjemanden ein Wort einfach so. Ich finde es schön, wenn Wahrheit wieder zur Autorität wird. Und nicht Autorität zur Wahrheit wird. Nur weil irgendjemand da oben steht, Politiker ist und irgendwas sagt, muss das nicht richtig sein. Nur weil irgendjemand da steht und das was sagt, muss das nicht richtig sein. Nur weil ich hier hock und ein Video mache, muss das nicht richtig sein. Und da muss man bei sich selbst auch mal schauen, ob man wirklich nach Wahrheit sucht, oder nach bequemen Lösungen. Suchst du wirklich danach? Suchst du wirklich nach einer Lösung? Oder möchtest du dich einfach nur deine Zeit vertreiben, sinnlos rumquatschen über Dinge und sie nicht umsetzen?
Wir haben so viele Sachen in unserem Kopf, die sich so fest verwurzelt haben, womit wir so sehr identifiziert sind. Und das ist das Problem. Wir können, ist egal, was du denkst, wenn du nicht so damit identifiziert bist, wenn du schon eine andere Dimension, ein anderes Bewusstsein als dein Verstand wahrgenommen hast, wenn du merkst, dein Verstand ist irgendwie nicht alles von deiner, ja, von deiner Persönlichkeit, von deinem Wesen, egal wie man es nennen mag. Dein Verstand ist ein Teil, dein Körper ist ein Teil, dein Gehirn ist ein Teil, aber dahinter ist ein ganz anderes Bewusstsein. Und wenn du nach Wahrheit suchst, dann kannst du auch von einem Kleinkind was lernen, dann kannst du was von einem Kranken lernen, von einem Behinderten, von einem ausgebildeten Arzt, von egal wem. Du kannst von allem und jedem was lernen. Du schaust die Natur an und lernst. Da lernst du wahrscheinlich noch am besten, weil das ist lebendig. Da geschehen die Prozesse, das ist Realität. Dein Buch ist tot. Und oft schreiben Leute Bücher über Dinge, wo sie nur gelesen haben. Die meisten Bücher sind geschrieben von Leuten, die 10 andere Bücher gelesen haben und tragen wieder ihre Erfahrung zusammen. Und dann gibt es immer wieder einen neuen Mix. Und keiner macht die Erfahrung. Es geht darum, wieder eine Erfahrung zu machen. Deine Gedanken, dein Verstand sind keine Realität. Die dienen dazu, dass du logische Schlüsse ziehen kannst. Und dann kannst du es dir als Erfahrung ins Leben holen und es prüfen. Aber es ist noch keine Erfahrung für dich, wenn du was im Verstand nachvollzogen hast. Wenn irgendwelche Daten, wenn irgendeine Studie irgendwas sagt, dann ist es keine Erfahrung. Dann ist es was, was da steht, du kannst es immer noch glauben oder nicht. Es ist immer noch keine Erfahrung für dich. Da kann jetzt stehen, hey, das ist gut bei Krebs, das ist gut bei dieser, jener Krankheit und so weiter. Es ist immer noch keine Erfahrung für dich. Die Daten können nicht stimmen. Es gilt und liegt an dir, das zu überprüfen und deine Erfahrung zu machen. Aber erst wenn du an den Punkt kommst, dass du vorher keine Glaubenssätze hast in deinem Kopf, Annahmen, dann kann deine Intelligenz richtig arbeiten. Wenn du bereits vorher eine Annahme gemacht hast, dass es so und so ist, dann schalte deine Intelligenz ab. Dein Gehirn arbeitet nur, wenn du auf der Suche bist, wenn du keine voreiligen Schlüsse gemacht hast. Du kannst was als Möglichkeit sehen, aber mach keine Annahme draus, dass es so ist. Sehe es als Möglichkeit. Du musst dir immer bewusst sein, dass es eine Möglichkeit ist. Sobald du die Annahme machst, schalte deine Intelligenz ab. Sobald du denkst, du weißt was, es ist aus mit dem Verstand. Der Verstand arbeitet nur, wenn er auf der Suche ist, wenn er in sich Fragen stellt. Wenn da noch keine Antwort ist. Achte mal bewusst auf solche Sachen im Äußeren. Was lösen die in dir aus? Wenn du diese Dinge im Äußeren verarbeitest, diese Themen, die dich so reizen, vor denen du immer wegläufst oder bei denen dann alles andere Schwachsinn ist, wenn jemand was sagt. Was sind das für Themen? Schau die mal an. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.